In London gibt es bereits zum muslimischen Fastenmonat Ramadan eine festliche Straßenbeleuchtung. Wie würden Sie das finden, wenn es in Wien Favoriten eine ähnliche Straßendeko geben würde zum Ramadan? Ja, ich würde das jetzt nicht so gravierend einschränken. Man sollte, glaube ich, schon beide und alle Bevölkerungsschichten da irgendwie ein bisschen zusammen tun und machen. Und sie sind nun einmal in Österreich eine große Gruppe. Und ja, ich würde das jetzt, solange es nicht die ganze Stadt beleuchtet, nicht so schlecht finden. Ja, es wäre eigentlich nicht so schlecht, weil, sagen wir mal so, es gehört ein bisschen mal ein Frischwind rein. Ne? Generell jetzt, meine ich jetzt so allgemein jetzt, weil man braucht ja nur schauen, die Leute, die sind ja alle tief unten und sind schlecht gelaunt und alles Mögliche halt. Ne? Also es wäre nicht schlecht, finde ich. Also ich möchte es eigentlich nicht, weil ja auch zu Weihnachten gibt es ja nicht einmal mehr eine Weihnachtsbeleuchtung. Wahrscheinlich, weil die Leute sich das nicht leisten können oder weil es halt nicht gewünscht ist. Und wenn wir nicht einmal mehr Weihnachtsbeleuchtung haben, dann möchte ich auch keine Ramadan-Beleuchtung. Der Clubobmann der SÖZ-Favoriten, Hakan Gördü, hat gemeint, dass es eine wunderbare Möglichkeit wäre, die Vielfalt der Stadt wieder hervorzuheben und zu feiern. Wie sehen Sie das? Also Vielfalt ist immer gut, aber sie darf sich halt nicht nur in eine Richtung beschränken. Ne? Also Vielfalt sind wir dann alle, von der Regenbogen bis Menschen mit Behinderung und. Ich kenne ihn leider nicht, also mir sagt das überhaupt momentan jetzt nichts. Also finde ich eigentlich keine schlechte Idee, jetzt, wenn er das hervorheben würde. Denken Sie, dass Bürgermeister Michael Ludwig diesem Vorschlag zustimmen würde? Schwierig, aber ich schätze mal, ich hoffe ja. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn die Vielfalt noch gegeben wäre. Aber wenn jetzt der Bezirk nicht einmal zu Weihnachten ordentlich beleuchtet ist, gibt es ja keine Vielfalt mehr und dann fällt es weg. Das ist dann mehr Einfalt als Vielfalt. Abschließend noch, denken Sie, dass Bürgermeister Michael Ludwig diesem Vorschlag vielleicht nachgehen würde? Ja, den kenne ich zu wenig, also da kann ich nichts dazu sagen. Ich glaube, er wird es im Fernsehen nicht sagen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube, der Mann ist schon sehr vielfältig und ich glaube, er hat ein bisschen ein Gespür für die Bevölkerung.